Happy Tuesday! Süße Grüße aus der Backstube, yo! Aus dem Auto. Worauf wollte ich hinaus? Ich wollte eigentlich nur mal schnell Hallo sagen. Ich bin schon total verpeilt, aufgestanden. Also heute wird es irgendwie, glaube ich, nicht wirklich besser. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich meinen Kaffee noch nicht getrunken habe. Da kümmere ich mich jetzt drum. Kurzer Tagesplan. Ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Schwester, hole die ab und mit der fahren wir dann zum Großmarkt, danach zur Werkstatt, danach in mein altes gruseliges Lager, was ich euch ja schon mal gezeigt habe, dann in die Backstube, dann noch zur DHL. Der Tag ist also vollgepackt mit Kram, den wir erledigen müssen. Und das machen wir heute zusammen. Julia greift mir einfach so ein bisschen unter die Arme, assistiert mir so ein bisschen. Die seht ihr also heute im Video wahrscheinlich das ein oder andere Mal. Ja, so ist der Plan. Ich habe jetzt noch 5 Minuten, bis ich bei Julia bin. Und von Julia bis zum Großmarkt sind es auch nur so 5 bis 10 Minuten. Also sehr gutes, sehr guter Umweg. Dann mache ich euch hier gleich aus, wenn ich vor der nächsten Ampel stehe oder im nächsten Stau. Wir haben nämlich 9:45, also ist noch volle Kanne Berufsverkehr, und melde mich dann wahrscheinlich vielleicht mit Julia. Ich guck mal. Ampel. Hallo. Oh. Hallo. Kommen wir an die Rennbahn. Hast du deinen Kaffee schon? Ich habe schon meinen Kaffee getrunken, ja. Du, ich glaube, du guckst hier besser durch. Käse? Okay, dann fahren wir erstmal nicht. Ich habe keine Infantrie getrunken. Aber ich habe Parillen gemacht. Wir sagen von Natur aus schön. Ah, oh, danke! Sieht aus wie ein Fuß immer. Ich sehe auch aus wie ein Fuß. So ein dicker Zeh. Sehen Sie bitte. Oh, schön. Nennen Sie mich Prinzessin Elisabeth. What you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm hand, in the sun, it's already begun. You are my one, with a simple mind. Mama, warte mal. Dreh dich noch mal um. Dreh dich noch mal um. Hallo. Gut.
Look. Nur, dass deine Haare viel kürzer sind. Das, ne? Ja, schön scheiße. Hoffentlich gefällt es deinen Followern. Sehen wir das. Ja, sehen wir das. Was machst du denn gerade? Kekse klein machen. Ja, soll ich antworten oder willst du antworten? Und was machen wir hier? Also hier haben wir erstmal Äpfel geschält und dann in Viertel geschnitten und dann die Pfanne mit Butter, mit weicher Butter ausgestrichen bis zum Rand und dann mit Zucker bestäubt, also so drauf getan. Und das muss jetzt 15 Minuten köcheln. Und was passiert dann? Dann haben wir Mürbeteig gemacht, den haben wir ausgerollt und ich weiß jetzt nicht, wie groß die Springform war. Dann haben wir den ausgerollt, so groß wie die Pfanne ist. Und gleich kommt der Mürbeteig schön oben drauf und dann geht das in den Ofen. Und was das für ein Rezept ist? Ein französischer Hackfleisch. Nee. Das seht ihr dann. Schön, dass du es mir vorweggenommen hast. Also ich dachte, du fragst mich. Nee, macht ja nichts. Und das kommt dann ins neue Buch. Das heißt, Julia hat das dann jetzt für mich einmal gegengetestet, weil ich das schon einmal probiert habe. Also der Test war super. Ja, du hast den ja noch gar nicht probiert. Ja, sieht schon so lecker, riecht auch schon so lecker, das kann nicht gut werden. Äpfel, Butter und Zucker. Aber Pusten nicht vergessen. Ey, meine Frisur sieht so scheiße aus. Ist gar nicht schlimm. Hier, ich filme lieber das. Pusten nicht vergessen. Guck dir genau, dass du von beiden was hast. Puste. Also jetzt gerade ging's. Oh, immer noch heiß. Oh, ist das heiß. Du hast noch nicht genug gepustet dann. Aber diese Äpfel innen so heiß ist, aber lecker. Sehr lecker. Weißt du, was ich daran mag? Dass mehr Apfel wie Boden ist. Ist eigentlich nur Apfel. Weil ich hasse Kuchen, wenn immer so viel Boden da ist. Ich mag das einfach nicht. Also das kann ich so essen. Aber Pusten nicht vergessen. Schmeckt ein bisschen so wie frischer Apfelmus. Wenn man den selber macht, weil die Äpfel so... Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich bin noch nicht 100% zufrieden, aber... Ich habe so viel gebacken wie noch nie im Leben. Zwei Sachen gemacht. Und wir haben Marmelade gekauft. Ja, aber hey, ich habe es fast alles alleine gemacht. Also mit deiner Anweisung, aber ich habe ausprobiert. Praktikantin Julia. Okay, das ist schön. Und den isst man normalerweise mit Vanilleeis. Mhm. Ja, wenn es heiß ist, kommt dann noch Vanilleeis drauf oder Vanillesoße oder Sahne, sowas in die Richtung. Mhm. Und dann Sahne? Ist der... Sahne wäre auch geil, aber ich muss sagen, Vanilleeis wäre mir zu süß dazu. Ja, die Äpfel sind halt schon. Die Äpfel sind so süß von alleine schon. Geil. Ja. Na, wenn das mal kein Zeit- und Wettersprung ist, das ist jetzt, glaube ich, ein Monat her, dass wir den Vlog gefilmt haben. Ich bin den gerade am Bearbeiten. Und ja, keine Ahnung, da war halt gefühlt noch useliger Frühling und jetzt sitzen wir hier, ich glaube, ihr hört auch das Rauschen im Hintergrund, sitzen wir hier bei irgendwie 32 Grad mit dem Ventilator und sind am Schwitzen. Ich hab kein Intro für den Vlog gefilmt, deswegen wollte ich das jetzt eigentlich machen, bin aber am Überlegen. Ich habe zweimal so total zusammenhangslos Kleinigkeiten gefilmt. Einmal, als ich Snowboard fahren gegangen bin in Winterberg vor x Monaten, ich glaube, es war im Februar, und wo ich einmal allein in der Werkstatt war. Ich packe euch die beiden Clips auch noch hinten dran. Die haben halt gar nichts mit dem Video zu tun, aber ich weiß nicht, wann ich sie sonst reinpacken soll. Und das Video ist gerade auch keine 10 Minuten lang, deswegen packen wir da noch ein bisschen Inhalt rein, auch wenn der eigentlich nicht dazugehört. An dieser Stelle freue ich mich aber jetzt schon total auf eure Kommentare, besonders weil ich glaube, ich hatte so einen intensiven Schwester-Vlog, hatte ich irgendwie noch nie. Von daher freue ich mich schon total von euch zu hören, auch wenn der
Vlog an sich recht chaotisch und auch so ein bisschen zusammenhangslos war. Es war einfach, weil wir busy waren und weil ich zwischendurch halt vergessen habe zu filmen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall schon von euch zu hören. Wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dem Spürkuss, der jetzt hier nachkommt. Und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Stream oder nächsten Vlog. Mal gucken. Aber ich habe ja jetzt in Winterberg schon so halb angefangen, deswegen dachte ich mir, komm, vielleicht zeige ich euch hier kurz ein paar Clips, weil wir neue Produkte bekommen haben oder neue Kartons und ich ein bisschen weiterpacken muss. Ich bin aber heute auch schon bei meinen Eltern gewesen, wir haben jetzt 12 Uhr. Mein Vater wollte was an meinen Haaren ausprobieren, das heißt, die sind frisch gewaschen und gelockt, deswegen sehe ich recht gut aktuell aus, obwohl ich mich schon wieder total durchgenudelt fühle. Ja, genug geblubbert. Ich packe das hier mal aus und packe noch die ein oder andere Bestellung. Obwohl wir auch schon einmal heute bei DHL waren und einen Haufen Bestellungen weggebracht haben. Aber gut, ich mache einfach mal. Jetzt könnt ihr das Chaos im Hintergrund sehen. Oh.